In diesem Sommer wurde der deutschsprachige Playboy 25 Jahre alt. Und ich weiß nicht warum, aber ich wurde gebeten, dazu etwas zu schreiben. Das habe ich getan. Hier ist es. Es heißt Die Potemkinsche Unterhose. Alles, was Männern Spaß macht, verspricht der Playboy. Was aber macht Männern Spaß? Seltsame Sachen wie Modelleisenbahnen, Bierkrüge und Filze, Streichholzschachteln, Briefmarken, Münzen, Kaffeerahmdeckel, Schallplatten und CDs sammeln, im Werkkeller basteln und rumoren, an öligen Autos herumschrauben, beim Autofahren schweinslederne Handschuhe tragen und das sportlich finden, etwas darstellen, etwas erklären, Chef sein und Befehle geben, Wind machen, joggen, mit dem Mobiltelefon auf der Straße stehen und sich wichtig die Hoden kratzen. Manchen offenbar schon. Aber lesen die alle den Playboy? Ist der Mann, der aus dem Fenster in den Feierabend hinausschaut und dabei ein Feinrippunterhemd trägt, der typische Playboy-Mann? Oder nicht doch eher der sportive Freizeitfritze mit Radlerhose, bonbonfarbenem Leibchen und Edelfahrrad, das aber nicht Fahrrad heißt, sondern Bike? Also der Mann, der im Jan-Ulrich-Tourfieber die Radfahrisierungsvariante der Verblödung im Lande vorantreibt? Oder ganz im Gegenteil, der salopp gekleidete, verträumte Kulturmensch mit der Hermann-Hesse-Gesamtausgabe im Bücherbord? Man weiß es nicht, denn selten nur gibt sich der Playboy-Leser als solcher zu erkennen. Das öffentliche Ansehen des Bärchengucker-Magazins ist offenbar nicht allzu gut. Manchmal allerdings sieht man am Heck eines Automobils, meist ist es ein schwarz lackierter, bespoilerter VW Golf der Sorte GTI, womöglich sogar immer ein und derselbe, das Logo des Playboy kleben, den Bunny, das Herrenhäschen quasi. Was wahrscheinlich cool und souverän wirken soll, ist eine Demonstration maximaler Armseligkeit. Hey, hier kommt Freddy der Ficker. Will und soll der Bunny mitteilen, der Typ mit den ganz dicken Eiern, wer will sie mir schaukeln? So in etwa lautet die Botschaft des Bunny-Spazierenfahrers an die Welt, die ihm aber libidinös keineswegs so offen steht, wie es sich und anderen weismachen möchte, sondern ihm im Gegenteil fest verschlossen ist. Offen steht deshalb allein seine Hosentür, hinter der sich angeblich namenlos Majestätisches verbirgt, für das sich aber niemand interessiert, weil jeder und vor allem jede weiß, alles Fassade, alles Simulation, das angeboten ist, am Lager gar nicht vorrätig. In diesen Unterhosen schafft bzw. schläft die Firma Potemkin. So ist denn, auch wenn mancher darauf beharren möchte, dass auch arme Schweine zuallererst eben Schweine seien, die Reaktion auf solche Bunny-Kerle weniger Abscheu als vielmehr Gelächter, Spott und extremste Form der Verachtung zwischen den Geschlechtern Mitleid. Nicht geklärt ist aber weiterhin, wer den Playboy denn nun eigentlich liest. Beziehungsweise ist er zum Lesen überhaupt da? Oder ist der Playboy-Kunde einer, der den ganzen Tag da sitzt und wichst? Respektive voxelt, onaniert, masturbiert, sich einen runterholt, sich einen von der Palme wedelt und so weiter. Selbstbefriedigung scheint jeden und ebenfalls äußerst schlecht beleumundet. Wichser oder noch beliebter, alter Wichser, sind arge Schimpfwörter, obwohl doch die Selbstbefriedigung als solche eine sehr friedfertige Angelegenheit ist. Eine Form der Sexualität, mit der niemand sonst behelligt wird, eine still private, beschauliche Freude sozusagen. Und dem lästigen Ich will dich ficken oder fick mich, Genöle und Gehängste bei weitem vorzuziehen. Klammer auf, in sehr seltenen Fällen gibt es allerdings die ziemlich unangenehme Ausnahme, dass die Selbstbefriedigung im öffentlichen Raum stattfindet. Eine Freundin erzählte die Geschichte, wie sie im Zugabteil eingeschlafen, davon erwachte, wie der ihr gegenübersitzende Mann sich, wie sie es nannte, einen abrieb. Sein halblautes Ächzen hatte sie geweckt. Sie war erschrocken, aber weniger verängstigt als schockiert und empört. Dem Mann war die Sache nun auf einmal furchtbar unangenehm und peinlich.
Er wurde feuerrot, stammelte Entschuldigungen, schloss die Hose, wischte sich mit einem Papiertaschentuch ab und wollte, wohl um die Ernsthaftigkeit seiner Bitte um Verzeihung zu betonen, der Frau auch die Hand geben. Ein Ansinnen, das sie noch weitaus abscheulicher gefunden habe als den Akt der Masturbation selbst, obwohl die Bitte um Vergebung offensichtlich ehrlich und sogar gut gemeint gewesen sei. Aber die Vorstellung, diese Hand, diese wahrscheinlich hochgradig klebrige Pfote anzufassen, nein, die sei ja absolut widerlich gewesen. Woraus man lernen kann, vieles, das privat recht schön, wird öffentlich nicht gern gesehen. Unerforscht bleibt dennoch, wer denn den Playboy liest. Eine 250.000 Käufer im deutschsprachigen Raum soll er haben, aber komischerweise kennt niemand einen von ihnen. Auch der Redakteur der linksalternativen Schweizer Wochenzeitung WOZ, der mich um diesen Text bat und der auf den zumal in diesem Zusammenhang nicht unkomischen Namen Thorsten Stecher hört, kannte selbstverständlich keinen bekennenden Playboy-Kunden. Apropos Stecher, wenn Sie zu den mutigen Menschen gehören, die nicht bereit sind, die Ohren vor den Abscheulichkeiten zu verschließen, zu denen die deutsche Sprache leider auch in der Lage ist, sprechen Sie das Wort Stecher einmal hessisch aus. Steche. Mehr muss man nicht wissen, um zu wissen, wie es in Frankfurt am Main und Umgebung zugeht. Während die Käufer anderer dumme Jungenzeitungen, wie zum Beispiel Spex, sich mit dem Beweis ihrer Beschränktheit gern noch öffentlich zeigen, schmücken und brüsten, geht der Playboy-Konsument offenbar eher clandestin zu Werke, als handelt es sich bei dem Heftchen um eine illegale Flugschrift, wie zum Beispiel Radikal. Ein seltsames Phänomen, gerade in den 90er Jahren, wo doch Menschen massenhaft begierig darauf sind, im TV mit ihren zumeist furchtbar langweiligen, weil stets zwanghaft auf bizarr und unappetitlich getrimmten sexuellen Vorlieben hausieren zu gehen. Der gute alte nette, zuvorkommende und an die freundliche Fellpflege unter Primaten erinnernde Sex, das Ficken ohne Haut drauf und Aua also, dass die Berliner Fotografin Kani Kanert schon charmant und treffend Blümchensex nannte, bevor dieser Begriff modern wurde, verschwindet dagegen völlig aus dem sogenannten öffentlichen Diskurs. Was andererseits aber angenehm ist, weil man ihn somit für sich hat, während die Sexualangeber sich zur Strafe für ihre Ehrgeizzerfleddertheit abrackern müssen. Hoi ho, Brothers and Sisters von der Hartlettenfront, aber nennt euch bitte nicht mehr Brothers and Sisters, weil dann alle an die Brüder und Schwestern aus dem Osten denken. Und wer will das schon? Allen freundlichen Blümchensexisten aber möchte ich mit Dean Martin zurufen: And most of all, I wish you love.